Welcome back to another German Food Review, and it's burger time from the Döner and Burger House. Here is a little messed up Döner and Burger House. Mariendorfer Damm 135, so subway station Alt-Mariendorf. And what is it? It's a chili cheeseburger menu. So two chili cheeseburger, fries and a drink for €6.20. And I would say that's a good deal, isn't it? It's not the lowest. The lowest is the burger, a hamburger for €5.90. But come on, 30 cents more for chili cheese. But let's see how good the chili cheese sauce is. And €6.20, Döner and Burger House. And of course, I took a picture. Here it is, the Döner and Burger House. That's what it looks like. Here is the menu. Okay, and they also sell Döner, yeah. You will see in a second why this is important for me. Let's unbox it. Okay, here's the drink. It is a Bund water. It's non-carbonated water, half a liter. Yeah, they only sell Coca-Cola, and I don't want Coca-Cola Zero. So, mini fork, very good. And four napkins, very good. And a large box. I guess these are the burger. Empty. Let's open the fries first. That smells awesome. Oh, trust me. Okay, let's open it. 3, 2, 1. Yeah, fries. And look at this. It's not mayo, it's not ketchup, it's garlic sauce. Yeah. Usually on a döner, but I like it on my fries. And if they say döner, you can say, I want garlic sauce or herb sauce or whatever. And they put it on here. Nice. Okay, fries. Now let's take a look at the burger. Okay, looks good to me. Not the shiniest bun, but okay. I think it's toasted. Not sure yet. Jalapeno. Oh, looks quite good. Especially for €6.20. So let's do a thumbnail here. Oh, come on. Water here. Go, 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 go. Zoom a little bit in, and it's sticky. Why is it sticky? Not sure why. Anyway. Okay, so let's start with the fries. Let's see if they're crunchy or not. Feels soft. Now, okay. Nice seasoning, but yeah, it could be a little longer, not crunchy. Too bad. Nice seasoning, but too soft. Quite tasty, but not what I want. I want crunchy fries. Here we go. Yeah. No mayo needed. I want garlic sauce. Really good. But yeah, a little longer the fries, then it would be better. But here, look at the stuff here. The seasoning is quite tasty. Tastes like some chicken coating stuff. Yeah, I think that's quite good. And here the burger. So let's investigate. And I'm not sure if it's grilled or fried, but there are grill marks. So maybe it's grilled. Anyway, let's take a look at one bad boy here. Okay, it's not a soft bun. Don't know what's wrong. Is it toasted? Not sure why this is so stiff, but okay. Jalapenos, roasted onions. Is that chili cheese sauce on it? No. Okay, chili cheese means jalapenos and cheese. Okay, no sauce. I guess that's ketchup and mayo. Okay. And your one beef patty. On the bottom is a little shredded lettuce. And that's it. Yeah, not sure what's wrong with the bun here. Anyway, right here. Okay, it's hot from the jalapenos.
It's not the softest bun. I think this, not sure is it toasted, but the wrong side. Here's it, it is soft, but not on the outside. Anyway, it tastes like meat and hot, and I can feel the cheese. Nice cheese. Lettuce, okay. Roasted onions, no roasted onion flavor. Next bite, here we go. Okay, now it's a little sweet, I think, from the roasted onions and hot. Sweet and hot at the same time. Yeah, nice kick, jalapeno kick. Nice cheese, ketchup. Not sure about the ketchup on a chili cheeseburger. What would you think? Is ketchup on a chili cheeseburger a good idea? Or maybe the ketchup is sweet. Let's try that. The ketchup is sweet. Okay, not the roasted onions. It is okay, definitely okay for €6.20, but the composition is not the best. I wouldn't put ketchup on a chili cheeseburger. Yeah. But nevertheless, it tastes like a burger, a hot burger. Here we go. And the cheese is good. So let's eat the fries here with that. Garlic sauce is the best. So overall, yeah, the seasoning here is very tasty. Not sure what it is. It's also a little hot, I think, and salty. It is yummy. But yeah, more crunch, please. Natural spring water, 0.5 liter. Kaya holding. Yeah, let's try it. It's cold, unfortunately. I don't really like cold water, and it's a very, very unstable bottle. Okay, Prost. That's okay, very smooth. Yeah, I like non-carbonated water. So, oh, here's a jalapeno. Let's try the jalapeno. Not very juicy, and that is good because it, yeah, it's better for the burger. Then it's not a messy burger. Yeah, and hot, burns now on the tongue. Here we go. Now roasted onions. Yeah. Oh, it's okay. Definitely enough food for €6.20, maybe for two, yeah, could be. Here we go. Yeah, this garlic sauce is awesome. Creamy, tastes like garlic. And I'm not sure what it is. I think it's just the garlic. Here we go. Yeah. For €6.20, I would say that is okay. The fries could be crunchier, but you could say that, please, a little longer. Not sure what's wrong with the bun, but it's fine. I think it was too long on the toaster or so, but it's not bad. It's just a little stiff on the outside. The cheese is nice, beef is okay, but I don't think it is grilled. Yeah, it's okay. Definitely a thumbs up for Döner and Burger House. Einen Schluck mehr, Prost.
and the water is nice. Yeah. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gab schon lange keinen Burger mehr. Deshalb gibt es heute einen Burger und Pommes. Die gab es auch schon ewig nicht mehr, die Pommes. Und ich fange jetzt mal mit dem Huch an. Es gibt Chili Cheeseburger von dem Döner- und Burgerhaus. Mariendorfer Damm 135. Und zwar ein Chili Cheeseburger für 6,20 Euro. Das ist nicht nur ein Burger, es waren zwei kleine Burger und eine Portion Pommes. Und ich muss sagen, der Preis ist dafür wirklich sehr gut. Oder was sagt ihr dazu? Ist das zu teuer? Okay. Dazu gibt es noch ein Getränk. Und zwar Natural Spring Water. Halt kaltes Wasser. Sogar okay, ist nicht super kalt. Und ich habe auch ein Foto gemacht. Oh, jetzt ist weg. Hier. So sieht's aus. Die Döner- und die Burgerhütte. Nein, Haus ist das ja. Hier ist das ganze Menü. Das günstigste Menü für Burger ist Hamburger Menü, kostet 5,90. Aber für 30 Cent mehr bekommt man halt Käse und Jalapenos und come on, 30 Cent. Ja, alles klar. Wir fangen jetzt mal an hier mit den Pommes. Hier eine gute Sache gibt es hier. Das ist keine Mayonnaise und auch kein Ketchup, wie ihr wahrscheinlich sehen werdet, sondern das ist Knoblauchsoße. Die verkaufen nämlich auch Döner. Steht ja auch im Namen Döner drin. Und dann kann man einfach sagen, ich möchte mit Knoblauchsoße oder Kräuter haben. Man kann auch beides nehmen. Und ja, das ist besser als, nicht unbedingt viel besser, aber mir schmeckt es manchmal besser als normale Mayo und sowieso besser als Ketchup. Und ich schnupper mal dran. Oh, es riecht super, wie Döner. Und hier sind die Fries. Ja, wie ihr seht, muss man sagen, man möchte sie länger drin haben, denn die sind nicht knusprig. Und nur Standard-Fries, so weich mag ich nicht so richtig. Aber die schmecken gut. Ich glaube, das ist hier so ein Hähnchengewürz oder so. Guckt euch das mal an hier. Das schmeckt ganz lecker. Ja, ein bisschen würzig, salzig. Geschmack ist schon gut. Aber halt nicht knusprig genug. Also es gibt Potenzial nach oben. Und jetzt koste ich mal zusammen mit der Soße. Here we go. Das schmeckt super hier. Ein ganzer Fry mit so viel Soße. Here we go. Ja, das ist besser als Mayo. Und Ketchup sowieso. Er ist nicht übersalzig, aber trotzdem schön würzig. Ja. Schmeckt ganz gut, aber nächstes Mal würde ich sagen, bitte etwas länger drin lassen. Und dann gibt es hier den Burger. Ich weiß nicht genau, was der mit dem Brötchen gemacht hat. Das ist nur Standard-Sesambrötchen, nicht sehr glänzend. Aber es ist irgendwie hart oder fester an der Außenseite. Und hier seht ihr, der Sesam ist brauner. Ich glaube, der wollte das toasten und hat es von der falschen Seite getoastet. Kann das möglich sein, denn hier drin, oder? Ne, da ist er diesmal auch getoastet. Keine Ahnung, aber ich habe ja schon einen Burger gegessen und an dem Brötchen gibt es nichts auszusetzen. Außer, dass es sich komisch anfühlt. Ja, also man kann es essen. Dann ist drauf eine Scheibe Käse. Und Jalapenos. Und keine Chili-Cheese-Soße. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie ist eure Meinung zu Ketchup auf einem Chili-Cheese-Burger? Würdet ihr sagen, ja oder nein? Rostzwiebeln hat er gefragt, ob ich die drauf habe. Habe ich gesagt, ja, mach drauf, mehr Kalorien ist immer besser. Und ich weiß nicht, was das andere ist. Vielleicht eine Mayonnaise oder so, eine andere Soße. Und das war's. Ja, ein kleines Patty. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das gegrillt ist. Hier sind zwar Grillstreifen, aber das schmeckt nicht gegrillt. Unten ist nichts, außer Salat. Ja, also für den Preis ist das auf jeden Fall schon okay. Ich glaube, das Brötchen ist nicht Standard, so wie hier ist okay, aber irgendwie war es zu lange im Toaster oder so. Aber okay, ist ja jetzt nicht knusprig oder so, sondern nur ein bisschen fester. Genau hier. Ja. Ist ein bisschen scharf von den Jalapenos, etwas süß von dem Ketchup, habe ich rausgefunden, sind nicht die Röstzwiebeln. Und er ist wirklich schön scharf, also gut. Nichts für Nicht-Scharfesser, dann schmeckt es nach Fleisch, salzig, aber schmeckt nicht gegrillt. Und ich mag lieber gegrillte Burger, aber das hier ist total in Ordnung.
Ist so mehr der McDonald's Burger, aber schmeckt anders als ein McDonald's Burger, aber so in die Richtung. Der Käse ist sehr schön. Schön, ja, cremig. Und insgesamt ist der Burger schon okay. Besonders für den Preis. Nur das Brötchen hier außen stört mich ein bisschen. Aber es schmeckt gut. Kann man nichts gegen sagen. Warum ist das so hart? Here we go. Aber kann man definitiv essen. Schmeckt wie ein Homemade-Burger. Muss ich sagen, ja. Ich glaube, das Salz ist ziemlich salzig. Das Salz ist ziemlich salzig, ja. Das Fleisch ist ziemlich salzig. Aber geht schon. Der Käse ist wirklich, der ist so ähnlich wie der Burger King-Käse. Sehr schön cremig. Ja, nächster Biss. Also insgesamt schmeckt das schon, kann man auf jeden Fall essen. Für den Preis ist das sogar in Ordnung. Aber es gibt auch noch Potenzial nach oben. Die Fries etwas knuspriger. Hier würde ich eine andere Komposition benutzen, keinen Ketchup drauf machen. Ansonsten ist es schon ganz gut. Eventuell auch den Salat weglassen. Aber das kann ja jeder selbst bestimmen. Die Knoblauchsoße schmeckt sehr lecker. Schmeckt wie so eine Oldschool-Knoblauchsoße. Nichts verschwenden. Ups. Ja. Nochmal zu dem Preis, ich muss sagen, das ist wirklich nicht teuer. Ich meine, dafür könnte man vielleicht auch etwas mehr als einen Burger bei Burger King bekommen. Ja, schon okay. Here we go. Und hier bekommt man ja auch noch ein halbes Liter Trinken dazu. Oder 0,33 Büchse, aber ich will keine Coca-Cola Zero. Käse. Here we go. Schön präsentiert. Ich weiß nicht, warum das hier so sticky ist. Der ist nicht so sticky. Der schon. Ich mag diese Büchsen. Die sehen jetzt nicht super toll aus, aber die sind sehr praktikabel. Die sind gut. Besser als die McDonald's oder Burger King Büchsen. Die sind nämlich so weich, die sind richtig stabil. Alles klar, werde ich noch raustrinken. Prost. Ist da Pfand drauf? Keine Ahnung. Wie auch immer. Gebt schon einen Daumen nach oben. Kann man etwas verbessern, aber ist jetzt nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall essen. Falls ihr da mal seid und einen Burger essen wollt, kann man den auf jeden Fall nehmen. Ja. Aber ich würde sagen, die Fries bitte etwas länger drin lassen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.